Sojabohne ist als Lebensmittel und als Futtermittel eine ausgezeichnete Eiweißquelle. Sie hat aber Verdauungshemmstoffe, zum Beispiel den Trypsin-Inhibitor. Dieser muss vor Verzehr bzw. vor Verfütterung in geeigneten Verfahren deaktiviert werden. In diesem Video stelle ich die gängigsten Verfahren vor. Später machen wir uns ein Bild, wie eine kleine Sojaverarbeitungsanlage auf einem landwirtschaftlichen Betrieb aussieht. Dazu besuchen wir den Schweinemastbetrieb von Herrn Höckner in Oberösterreich und treffen dort den Experten und Entwickler Josef Neubauer. Er wird uns einige Tipps zur Sojaverarbeitung geben. Das Ziel dieser Verfahren ist eine Hitzebehandlung der Sojabohne. Dadurch können Trypsin-Inhibitoren deaktiviert werden. Ein positiver Nebeneffekt der Erhitzung ist eine bessere Verfügbarkeit anderer Nährstoffe. Die optimale Hitzebehandlung ergibt sich aus einer Balance von Temperatur im Kern der Sojabohne und der Prozessdauer. Weitere wichtige Faktoren sind zum Beispiel die Gleichmäßigkeit der Bohnengröße oder die Feuchtigkeit in der Prozessluft oder in der Bohne. Es folgt nun eine Auswahl an Verfahren, wie sie derzeit auf landwirtschaftlichen Betrieben zum Eigenbedarf genutzt werden bzw. auch bei kleinen Unternehmen in Mitteleuropa zu finden sind. Das Rösten bzw. das Toasten von Sojabohnen ist ein sehr gängiges Verfahren. Dabei wird die Sojabohne durch eine Heizkammer transportiert und über die trockene Prozessluft erhitzt. Die Extrusion ist ein weiteres Verfahren, das bereits in kleinen Anlagen verwendet wird. Extruder sind technisch gesehen Schneckenpressen. Die erforderliche Hitzebehandlung wird durch eine Kombination aus Reibung und Druck erzeugt. Das Problem bei dieser Geschichte ist, dass Toasten bisher immer nur im industriellen Rahmen gemacht wurde und niemand daran gedacht hat, dass es durchaus interessant wäre, auch am landwirtschaftlichen Betrieb oder in landwirtschaftlichen Gemeinschaften dieses Thema anzufassen. Und so bin ich dann als Techniker auf die Idee gekommen, wieso nicht selber machen. Wir sind ja jetzt bei der Anlage von Herrn Höckner. Abgekippt vom Lastwagen wird direkt der Tages- oder der Vorratsbehälter befüllt. Aus dem Vorratssilo läuft die Sojabohne selbsttätig in den Toaster hinein. Im Toaster geschieht die Erwärmung der Sojabohne. Unser patentiertes Verfahren ist ein Umluftverfahren, unterscheidet sich sehr stark von den gängigen Verfahren. Wir sind extrem energieeffizient, weil wir die komplette Wärme zirkulieren. Die heiße Luft wird in den Toaster eingeblasen und wird dann gleich über den Zyklon wieder rückgeführt. Und so verlieren wir am Luftweg keine Energie. Die Dosierung der Durchlaufmenge wird über Dosierschleusen erledigt. Von dieser Dosierschleuse geht es dann direkt in die Ölpresse. In der Ölpresse werden die Sojabohnen komprimiert und somit wird dann das Öl herausgequetscht. Und vorne fällt der Kuchen direkt in die Gosse, wo sie dann auskühlt und in den Lagerbereich weitergeht. So wird kontinuierlich 100 Kilo die Stunde produziert, am Tag ca. 2 Tonnen Futter. Der Höckner verwendet auch die Ware immer möglichst frisch, hat einen einfachen Hintergrund. Umso länger es am Lager liegt, umso länger haben Bakterien Zeit, die hochwertigen, hochverdaulichen Eiweiße dann für sich zu verbrauchen und fehlen dann eigentlich meinem Nutztier in der Fütterung. Es ist auch dann wichtig, dass man hinterher dann kontrolliert, sind die Trypsin-Inhibitoren ausreichend deaktiviert. Dazu kann man dann entsprechend die Trypsin-Inhibitor-Aktivität analysieren lassen und im Gegenzug kann man auch noch die Eiweißverdaulichkeit analysieren lassen. Wenn man dann wirklich vorhat, in eine eigene Anlage zu investieren, sind ein paar Vorüberlegungen ganz wichtig. Will ich pressen oder will ich nicht pressen? Ölpressen bedeutet einen entsprechend höheren Aufwand, arbeitstechnisch und wartungstechnisch plus Verschleißkosten. Aber dafür kann man hinterher den Kuchen praktisch jeden Nutztier füttern, den es gibt. Wenn ich bei der Vollbohne bleibe, ist der Einsatz im Geflügelbereich in Ordnung, aber bei Schweinen und bei Rindern begrenzt möglich, aber sicherlich nicht unproblematisch. Der zweite Schritt ist, welche Mengen will ich verarbeiten, damit man dann weiß, was die richtige Anlage für einen ist. In Österreich haben wir zurzeit ca. 7 Anlagen laufen. Weltweit sind es ca. 30 Anlagen in 8 Ländern auf 3 Kontinenten. Unsere kleinste Anlage, der EcoToast 1100, kostet im Einkauf 29.900 Euro. Wenn man im Jahr 800 Tonnen
produziert, ist ja bereits im ersten Jahr amortisiert. Wenn man entsprechend weniger Menge hat, braucht man ein bisschen länger. Also die Amortisationsdauer ist wirklich top. Zusammenfassend lässt sich also sagen, wenn man sich entschließt, die Verarbeitung am eigenen Betrieb zu machen, sollte man eine ordentliche Kosten-Nutzen-Rechnung durchführen. Sollte sich die Handhabung der Geräte in der Praxis bzw. auf Referenzbetrieben zeigen lassen und bereit sein, neues Know-how zu lernen. Relevantes Know-how zu diesem Thema wird im Rahmen der Projekte OKINET, Ecofeed und Legums Translated gesammelt und Betrieben in Europa zugänglich gemacht. Im Kommentarbereich zu diesem Video finden Sie weiterführende Informationen und interessante Links.